Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wir waren ja hier in dieser kleinen, ja, Höhle, die dann doch so klein war, im Prospektors Residence. Ich mache mal kurz groß und ja, wie soll ich da am besten ranzoomen? Wo ist er? Da ist er. Da drunter, da. Jetzt habe ich sie. Da, im Prospektors Residence sind wir gerade unterwegs und sind damit auch sozusagen fast den ganzen östlichen Hang abgegangen, obwohl ich weiß, hier oben war noch irgendwo was. Mal gucken, ob man da irgendwie hinkommt. Aber das später, eins nach dem anderen. Hier hatten wir schon mal den, ja, nehmen wir es mal, Turm da oben gelootet. Und normalerweise gehe ich immer nach links, aber hier mal nach links, weil das die höchste Position ist und eine hohe Position ist tendenziell vorteilhaft. Nicht immer, aber tendenziell. Wir schauen mal rein, was wir hier so tolles alles finden. Gewicht sieht auch noch ganz gut aus. Noch fast 200 Kilo, die wir tragen können. Das läuft. Nee, ich will nicht den Krug, ich will den Sack gucken. Mein Gott, der Krug hat ein ganz schön großes Hitfenster. So. Salz nehmen wir. So, ja. Gut, die Weine scheinen alle sehr gut zu sein. Die nehmen wir mal mit. So, Äpfels und wieder leeres Fass reingegriffen. Ja, man klickt halt immer schneller, als es geht. Na, springen. Ich glaube, das war anscheinend ihm zu hoch. Steht da oben jemand? Ne, das ist nur ein Palisade, ne? Die durch Licht erhellt ist. Ja. Aber hier oben hat noch einen guten Überblick. Schätze ich zumindest mal. So, ja, da haben wir mehr oder weniger alles abgemetzelt und hier geht es noch ganz tief in die Höhle rein. Zumindest sieht es aus. Kann natürlich auch sein, dass das nur rein optisch ist und es gar nicht weitergeht, sondern einfach nur, hey, es sieht cool aus, nehmen wir es doch mal. Ich habe oder bin relativ sicher, dass das ein Mod ist von den Adult Mods. Das heißt, hier kann es sein, dass ein paar Cuts kommen, weil vielleicht Darstellung Gewalt, Sex, Folter 10 oder was auch immer drin sein könnte. Das muss ich natürlich entsprechend den YouTube-Codec ein bisschen wegcutten. Aber ich mache natürlich nur so viele, wie es geht. Das würde ich mir gerne wissen. Ne, gut. So. Wow, 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 da unten ist ja noch haufenweise. Okay. Und hier kämen wir nur wieder hoch, ne? Ja, genau. Okay. Wir haben gesagt, wir halten uns jetzt mal links. Beobachten mal kurz. Der kommt auf uns zu. Da unten steht noch einer. Frage ist natürlich, wie weit kommt er von uns zu? Er bewegt sich immer noch zu uns. Hört auch nicht mehr auf, sich zu uns zu bewegen, glaube ich. Steht erstmal nur da. So, können wir ihn leise holen. Ich bin der Meister der Diebe. Naja, eigentlich nicht. So, jetzt machen wir was ganz Diebespezifisches, machen nicht dann. Einfach nur, damit man was sieht. Sonst rennt ihr hier durch den schwarzen Bildschirm rum. Wie gesagt, für mich ist es immer ein bisschen heller als für euch. Aber ich will euch jetzt hier nicht zumuten, mich komplett in der Dunkelheit nur zu sehen. Das sieht aus wie ein unbesetzter Wachturm. Wie gesagt, wir wissen, da unten latscht noch einer. Kommen wir doch relativ gut ungesehen runter, oder? Was? Oh, nee, was? Da oben hat mich gesehen. Der noch nicht. Okay, wir sind tatsächlich versteckt. Das hat geklappt. Will gestehen, nachdem der mich da oben gesehen hat, hätte ich gedacht, dass wir es nicht packen. So. Nee. Trage nicht so ein schweres Zeug mit dir rum. Hier wissen, über uns ist ein Wachposten. Komme ich hier irgendwie
hoch. Also irgendwie werden wir hochkommen müssen wieder. Muss einen Weg geben. Nein, wir können da. Wir könnten jetzt natürlich auch einfach mit Distanz angriffen, aber ich will nicht. Geht zur Akademie, sagte Vater. Nutzt euren Verstand, hat er gesagt. Woher sollte ich denn wissen, welche Akademie er soll einfach das Gold raus? Ein feiner Sattel zu hören. Seid ihr? Jetzt was. Immer müssen sie sich importierte. Nur ein kleiner Schluck. Sekunde verbringe ich mehr in diesem stinkenden Kerker. Sterbe ich doch lieber, als mich zu ergeben. Nee. Nö. Ja. Die stehen sich gegenüber, das heißt, wir können die nicht leicht kriegen. Doofe Bienen mit ihrem blöden Honig. Nie genug Gold. Auch nur da läuft noch einer rechts. Hätte wissen müssen, dass sie lebt. Ich dachte, sie würde auf mich warten. Aber das tun sie ja nie. Na gut. Dann müssen wir, wenn wir jetzt nicht direkt kloppen wollen, und das will ich jetzt nicht unbedingt. Das ist noch echt. War da jemand? Hi. Wow. Machen ordentlich Schaden hier hinter Leutchen. Jetzt umgefallen, schätze ich zumindest. Huch. Nee, das wollte ich nicht, wollte eigentlich genauso. Hey, du hängst fest. Aber hier ist noch irgendwo jemand. Irgendwo da oben. Ja, bis der da ist. Nehmen wir die gute Maus hier. Na, jetzt sind wir langsam voll. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Hast recht, hab ich aber auch nicht mehr gemacht, wie du siehst. So, nein, ja, ja, jo, nein, ja, 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 Bogen. So, Bogen ist auch schon wieder voll, das ist natürlich nett. Ist doch relativ gut gelaufen. Oh, oh, scheiße, auch. Das tut beim Zugucken schon weh, okay. Das Problem ist, ich muss das gleich alles zurücklaufen. Da fehlt mir so ein bisschen die Motivation für, aber muss ja sein. Ein bisschen geht noch, ein bisschen geht noch. Muss es zwar nicht übertreiben, aber man muss auch nicht vorzeitig viel latschen. Da oben steht noch jemand. Ja. Kommen wir da jemals hin? Ungesehen? Nö, ne? Seid ihr auch der Meinung? Perfekt. Dann Bogen Spaß haben. Wie? Der hat nicht getroffen. Manchmal bin ich verwundert, was trifft und was nicht. Hi. So, Armschienen, Stiefels, Pelzrüstung. Nein, zwei Hände nicht. 50 Kilogramm. Also wenn es so weitergeht, reicht das ungefähr, würde ich schätzen, noch für 3 Kills. Und dann heißt es wieder nach Hause joggen. So wären wir da lang gekommen. Alles klar. Mhm. Huch, nee, ich wollte eigentlich genau. Das wollte ich. So, da
oben ist doch nichts mehr, oder? Das sind doch keine Erzfelsen, oder? Nee. Das heißt, das ist dasselbe Asset, sage ich mal, wie Erzfelsen, aber schon halt ausgebeutet in dem Sinne. Ja, der Wein ist wie gesagt gut. Auch nur ein Aussichtsposten. Hier war schon mal jemand. Ist alles ein Skelett? Okay. Ja, ein bisschen auseinandergefriemelt. Junge, Junge, Junge. Ein sehr großes Gebiet. Naja. Ne, eine reicht. Na, nimm. Okay, also wir können schon mit Sicherheit sagen, das war mal sowas wie ein Bergarbeiterlager. Deswegen haben sie auch die Erzvorkommen hier, wo die schon ausgeschöpft sind. Wie groß! Mir fällt es richtig schwer, mich zu orientieren langsam. Ich meine, ja, natürlich, sogenannte Schlauchlevels kommen meist nicht gut an. Kann ich auch nachvollziehen. Aber so richtig groß ist auch, wie, sagen wir mal so, bei der Detailmöglichkeit, die Skyrim bietet, ist es manchmal suboptimal. Man kann natürlich mit einem coolen Level-Design relativ hübsche Karten gestalten, die dann selbst den Spieler den Weg zeigen und führen. Hier steht jemand. Hört ihr es? Hier ist ein Skelett. Der patrouilliert hier. Hab dich. Okay. Ja, viel zu holen gab es jetzt hier nicht. Huch. Ja, okay, das ist quasi wahrscheinlich der Rückweg einfach nur in die andere Richtung. Aber ihr seht, was ich meine. Dadurch, dass die Assets nur wenig Variation bieten, sprich hier einfach nur Wände hauptsächlich in dem Fall, ist es schwer, halt eine Orientierung zu machen. Auch für die Programmierer ist das halt das Problem. Schatzjäger. Natürlich würden die gerne sagen, jo, eine so wunderschöne Karte, wir brauchen hier keine Hilfe oder sowas. Das wäre halt die ideale Gestaltung. Sind gleich vor, ich sehe es. Aber bedingt geht das halt nicht immer. Kein Entwickler sitzt gerne da und sagt sich, boah, jetzt machen wir mal eine Karte, die sollte möglichst langweilig sein. Das ist nie das Ziel. Das würde keiner machen. So, ich gehe mal, das ist schätzungsweise der Rundweg rechts. Aus anderen 4 Stunden, aber steht sogar noch einer. Dann uns zur Richtung? Ich glaube schon, ne? Oh, wir sind jetzt schon zu voll. Da muss ich mal was vorübergehend was fallen lassen. Kein Favoriten fallen lassen. Ist da jemand? Ja, hier ist jemand.
Boah, sind die so schwer, die Pilze? Immer noch. Okay. Aber jetzt. Gut. Wow. Ach, die hat einen Bogen. Oder er? So. Da. Klingt nicht gut. Versucht doch, euch zu wehren. Ich habe genug von euch. Ja! So. Ich weiß nicht, was Horrid Wilting ist, wenn ich ehrlich bin. Ach, das war doch das hier, ne? So ein bisschen ätzendes. Der hat ein Hitfenster. Ja. Die Frage ist nur, wow. Okay, sind ganz schön viele hier. Die Frage. Die Frage ist eigentlich, welche Zauberschulen brauchen wir denn noch? Stoppfertigkeiten, da. Conjuration, Illusion. Illusion, Conjuration und Restoration, okay. Huch. Jetzt bin ich selbst in die Irre gelaufen. So, haben wir nicht hier irgendeine Beschwörung? Nee, obwohl die auch interessant ist, aber wenn nicht hier. Hä, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe irgendeinen Tremor oder sowas. Conjure, ja, Beschwörer. So, wenn ihr mit ihm kämpft, holen wir uns unser Healing Blossom wieder. Ja, sie ist tot, schätze ich. Doch nicht. Okay. Dann haben wir alle. So, den Loot muss ich später mitnehmen. Gut gemacht, Tremora. Ich dachte allerdings, dass wir Alteration? Restoration, Destruction, Conjuration, Illusion. Nee, ist tatsächlich nur Destruction voll. Also sicher war ich mir ja nicht gewesen, aber ich hatte vermutet, dass es nur noch eine Schule ist, die fehlt. Dass wir schon zwei Schulen voll haben. So hoch. Bevor ich jetzt hier hoch werde, gucke ich trotzdem erstmal. Ich nehme dann auf, wenn ich wiederkomme. Das ganze Zeug gleich dann mit. Jetzt allerdings erstmal gehen wir nur die Route zurück und zu gucken, ob jemand da ist noch. Ich glaube jetzt nicht, das müsste ja nicht fast. Ja, hier kommt man nicht hoch, ne? Hier kommt man nicht hoch. Müssten wir gewesen sein. Oh, da ist noch ein Käfig. Den hatte ich vor uns nicht gesehen. Das ist leer. Ist das jetzt? Doch, hier haben wir begonnen. Tja, die armen Tröpfe sind alle schon hin. Hat jemand irgendwas Questtechnisches dabei vielleicht? Sieht nicht so aus. Okay. Das ist der Punkt, wo wir angefangen haben. Halt nur ja, ein bisschen versetzt. Hier haben wir genau angefangen. Das müsste ungefähr unsere Stadt gewesen sein. Und an der Stelle pausiere ich.
gehe eine Runde verkaufen und wir sehen uns hier gleich wieder. Ich mache natürlich einen Cut. So, hier sind wir wieder. Ich habe mich entschieden, jetzt mittlerweile nur noch Alchemiezeug mitzunehmen, weil mein Inventar, was ich auf Vorrat habe, ist so voll, da kann ich stundenlang noch verkaufen. So, da sind ein paar Kollegen. Den entlegen wir uns jetzt. Verfehlt. Beweg dich doch nicht. Ich schaue gerade, ob es eine Taste gibt, somit kann man abbrechen, okay. Naja, dann laufen wir ein Stückchen, ist auch gesund. Gucken natürlich die Leichen noch an, eventuell liegt noch was drin, ne? Porous Gold zum Beispiel kann man immer mitnehmen. Aber an sich brauche ich nur noch alchemistisches Zeugs. Nur halt ist da auch mein vom Gegner halt der Loot, alchemistische Zutaten. So, jetzt haben sie uns gesehen. Ah, hi. Och komm, wir können da nicht wirklich viel, oder? Wisst ihr was? Da wir das trainieren müssen, dürft ihr gerne mit denen hier spielen, während ich bisschen das Zeug oder könntest du mir aus dem Weg gehen, Kumpel? Danke. Du stehst mir immer noch im Weg. So, hier ist noch einer irgendwo. Dachte ich. Hä? Karte sagt es auch. Sie ist gerade dunkel geworden. Uah, spring. Spring. Nicht Fall. Man erkennt nichts. Gut, ich weiß, ich bin im Wasser. Bin ich denn hier hochgekommen? Was ist das? Durchsuchen oder was? Nee, das will ich nicht. Ich will eigentlich nur hoch. Ah, so. Sehr schön. Ja, wenn ihr keiner müsst, dann ist ja keiner mehr. Das ist auch nicht verkehrt. Ja, war das jetzt hier nicht? Ein bisschen unbefriedigend, oder? Da geht's nicht weiter, hier geht's auch nicht hoch. Da waren wir im Prinzip schon. Eigentlich waren wir da nicht ganz, stimmt gar nicht. Wir sind in den Fluss reingesprungen. Aber hier ist trotzdem nicht wirklich was los mehr. Okay. Okay, die Station hier. Jetzt gucken wir sicherheitshalber auf die Karte. Ah ja. Ich sehe nichts. Sieht aber aus, als wäre hier irgendwo noch ein Gang. Guck mal kurz, soll das das sein? Ja, sieht aus, als wäre rechts daneben irgendwo ein Gang. Da oben. Ach du Heilige. Da kommen wir jetzt aber hier nicht hoch, würde ich sagen. Nein, das Ding ist jetzt nicht wie eine Treppe gebaut. Das muss für später gedacht sein, irgendwie. Scheint echt ein riesen Dungeon zu sein hier.
kurz orientieren. Von wo kamen wir? Von hier, oder? Aber dann... dann geht's doch nicht viel weiter als hier, hä? Okay, also irgendwas übersehe ich. Da, dann geht's da hoch. Die Brücke ist kaputt. Wir hatten ja vor uns diesen kleinen Bergpfad gefunden. Der hier ist das, ne? Dann geht's hier nochmal kurz hoch. Das ist im Prinzip der Rückweg. Das ist so schrecklich, wenn alles gleich aussieht. Also, Ziel ist irgendwie darüber zu kommen. Glaube ich zumindest. Das sieht doch gut aus. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Zumindest war ich ja noch nicht. Das ist doch auch schon mal gut. Dass hier noch Pilze liegen, ist immer ein gutes Zeichen. So, aber hier ist alles eingestürzt. Gucken wir mal, ob wir durch diesen Höhlengang dann weiterkommen. Da. So, jetzt sind wir zum Podestbereich und kommen hier schon wieder nicht wirklich weiter. Karte mal kurz. Gut, da sind wir reingekommen. Hier gibt es dann sogar noch einen Gang, okay. Ich habe uns gar nicht gesehen. So, die Frage ist jetzt, wie kommen wir hier weiter? Mit Geschick vielleicht? Ein bisschen rumspringen? Es funktioniert, glaube ich, nicht. Da falle ich wahrscheinlich am ehesten runter noch. Da geht es aber auch nicht hoch. Weil mir ist schon klar, dass ich hier nicht hochkommen soll, das merke ich. Ja, okay, jetzt machen wir einen Schwerkrafttest. Okay, gut, okay, okay, okay. Ich sehe es ein, ich komme da nicht hoch. Was ich sehr schade finde. Wie gesagt, jetzt hier irgendwas zu erkennen, ist schrecklich. Ich habe das Gefühl, dass das Dungeon hier richtig cool sein könnte. Aber dadurch, dass hier alles gleich aussieht, man jetzt nicht so richtig weiß, okay, wo könnte man denn noch lang, ist das halt eher frustrierend. So, hier ist der eine Bereich, der nach unten ging, ne? Das ist ja nicht der Gang, der ich gerade gegangen war, sondern wo ich vor uns lang bin. Genau, hier bin ich dann umgedreht. Ich dachte, das führe wieder zurück. Aber auch Sackgasse. Hier oben war ich meines Erachtens auch. Da war auch zu. Ist auch. Gibt es nicht diesen... Ach nee, es gibt einen Zauber, der einen Weg leitet, aber... Wartet mal. Das wäre noch eine Idee. Wie heißt denn der? Ach Gott. Wenn ich mich täusche, ist ja Veränderung. Muss ich kurz konzentrieren.
Okay. Ist nicht hier. Wenn hätte ich es hier eingeordnet. Da, Hellsehen. Na, versuchen wir es mal. Wow. Mit Pauper, weil es ein Mörddungeon ist, bringt das nichts. Hier waren wir noch nicht. Yay. Oh, ich sehe aber, wir sind schon über der Zeit. Dann ist das ein guter Zeitpunkt, hier einen Break zu machen. Ja, auch wenn das jetzt wahrscheinlich heute nicht ganz interessant war, hoffe ich, es hat euch trotzdem gefallen. Und wie immer sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss.